Hallo Freunde und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind noch auf der Halbinsel der Tränen. Wir haben Schloss Morn, denke ich, erreicht. Und der Typ hier läuft schon die ganze Zeit hier rum. Den habt ihr, glaube ich, am Ende der letzten Folge auch noch sehen können, wo ich im Ladebildschirm hängen geblieben bin. Ich kann nichts beschwören, das heißt, ich habe eigentlich. Die Berittenen sind halt immer ziemlich zum Kotzen zu bekämpfen. Deshalb würde ich den einfach gerade mal kurz in Ruhe lassen. Ich möchte aber. Moment, wo sind wir eigentlich hier auf der Map? Hier hinten ist ja das Kolosseum. Und. Entschuldigung. Ich habe mittlerweile raus, was man dafür machen muss. Und entsprechend würde ich sagen, das könnten wir mal versuchen. Meine Freundin hat mich vorgewarnt, es gibt dabei wohl noch irgendwie einen Statuseffekt, der uns instant killen kann, wo ich wenig Lust drauf habe. Aber gut. Deswegen, warum war ich eigentlich noch nicht am Strand hier? Das sind Krabben, das sind Typen. Sieht doch alles recht harmlos aus. Sieht aber auch nicht so aus, als gäbe es hier irgendwelche Items für mich. Könnt ihr erklären, warum wir uns hier nicht groß umgeguckt haben? Generell könnten wir uns hier noch ein bisschen umgucken, bevor wir uns dann Schloss Morn zuwenden. Kurz gucken. Ja, das sind ziemlich viele Typen, aber ansonsten. Da ist ein Item. Das kann man genau gesehen. Schön. Das lohnt ja schon fast. Ansonsten ist hier scheinbar nichts. Nur Treibgut, Vögel, Leichen, also ein paar Zombies und halt diese hässlichen Landoktopusse. Das ist ehrlich gesagt nichts, wo ich jetzt sagen muss, dass das groß interessant ist. Dann sind das diese Zombie-Dinger aus dem, wie auch in dem Fehler-Katakomben hatten. Also wirklich nichts Interessantes für uns. Waren wir hier oben? Ich glaube schon. Genau, die vierte Kirche von Marika. Die hatten wir ja auch schon. Könnte die Gelegenheit nutzen und nochmal die Typen hier vorne mit platt machen. Bin auch noch nicht 100% entschlossen, welche Waffe wir jetzt nehmen aktuell. Aber ich würde sagen, die Klauen sind im Einhand nicht so praktisch, aber sie funktionieren. Der Flegel ist halt effektiv unsere stärkste Waffe. Ich müsste halt eigentlich mal Krummsäbel und Fallchen upgraden. Ah, Mist. Das war sehr unhöflich. Ich will die Krallen trotzdem als Zweitwaffe mal dabei haben. Man weiß ja nie, ob man sie nicht nochmal gebrauchen kann. Hi. Okay, das ist jetzt nicht so cool, wenn die auch mitkommen. Okay, die drehen ab. Das ist gut. Nichtsdestotrotz.
den. Dann holen wir mal kurz die hässlichen. Ich will sie immer noch abhängen. Ich weiß nicht, irgendwie. Obwohl es ja eigentlich mehr wirklich einfach nur riesige Fledermäuse sind. Aber ich glaube, das macht den Unterschied dann auch nicht so groß. So, sind wir? Okay, wir sind aktuell theoretisch genug, weit genug von diesen Dingensviechern Viechern weg. Und zwar müssen wir hier diese Steine kaputt machen. Ich glaube, damit haben wir den ersten Fuß fertig. Dann mal zum zweiten. Das ist ein bisschen, gerade mit dem Springen und so, ist schon. Kann schon tricky werden, vor allem hier oben die. Wäre cool, wenn du noch ein bisschen stehen bleiben könntest. Ah, das gefällt ihm nicht. Oder hat's gereicht? Muss ich nur genug von denen kaputt machen? Ich hätte jetzt gedacht, dass ich alle kaputt machen muss. Wo ist denn der Eingang? Na gut, vorne. Nee. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier ist. Was habe ich jetzt auch groß bei einem Mausoleum erwartet, oder wie war das? Das Echo des Verpflanzten. Über das Echo-Duplizierungsmenü könnt ihr bereits erhaltene Echos duplizieren. Es schließt auch Echos ein, von denen ihr bereits Kraft empfangen habt. Ah. Hey. Damit können wir also das Echo des Verpflanzten duplizieren. Und jetzt müssten wir es ja theoretisch zweimal haben. Genau. Weil aus diesen Echos kann man zum Beispiel Bosswaffen herstellen. Oder aber, was man auch machen kann, viele Seelen bekommen. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier was länger dauert. Dann würde ich aber noch mal fix zur Tafelrundfeste, weil da die Fingerleserin ja sitzt, die uns helfen kann. Jetzt muss ich mich nur orientieren. Ich glaube, ja, das war hier, glaube ich, die richtige Richtung. Genau. Guten Tag. Nein. So, kaufen. Der Runenbogen gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Bestimmt super wichtig. Ist jetzt nichts, was wir brauchen. Mir bestimmt noch so viel Runen holen, dass wir den zweiten Schlüssel holen können.
Deswegen kann ich dann nochmal mit dem Schmied quatschen. Frage ist der Langbogen besser als der Bogen, den wir haben? Wahrscheinlich nicht. Hat wahrscheinlich wieder nur die bessere Reichweite, oder? Ah, wobei er skaliert auch besser. So, und die Frage ist, wer ist denn die Fingerleserin hier? Der Schmied. Oh, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long. A god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Forgiveness ist doch Vergebung, nicht vergessen, oder? You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Gerne. Erstmal kurz Sachen verkaufen. Damit wir ein bisschen was bekommen. Und ja, wir können die halt für 20.000 können wir uns da was holen. So. Ich habe echt nicht viele Schmiedesteine. Ich dachte, ich hätte wesentlich mehr davon. Ja, doch, der Langbogen ist ein gutes Stück besser als unser Kurzbogen. Hat halt eine andere Weaponart. Aber das ist okay. Zwei, vier und sechs brauchen wir. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Mach das. Aber ich kann bei dir nichts kaufen. Bin ich noch irgendwen, der uns Schmiedesteine verkaufen kann? I am pleased. Would you like me to? Nope. Then good day to you. Da habe ich ja keine Lust drauf, weil unser Leben ist mir dann doch zu wichtig. Waren wir eigentlich hier unten? Ich weiß es nicht. Ah, guck mal. Hier kann ich wieder Steinschlüssel einsetzen. Auch nur einen. Das ist eine Truhe. Was bekommen wir hier? Okay. Krass. Hier brauche ich zwei. Aber ich habe ja noch einiges, deshalb würde ich die einfach mal einsetzen. Hier gibt es noch eine Truhe. Gebetbuch des Assassinen. Okay, krass. Sieben Stück haben wir noch. Gib dies einem studierten Kleriker, um neue Anrufungen zu lernen. Ja. Trotzdem wurde mir gesagt, dass ich hier irgendwo
Bosswaffen machen kann. Machen lassen kann, besser gesagt. A pleasure to see. Thank goodness you. I'm still looking for my own. It's not easy by any. Nee, wir halten mal. Halten mal den Rand. Ah, well then. Ich möchte dir ein Gebetbuch geben. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. Dankeschön. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Dunkelheit. Okay, sneaky. Heilung, Gegengift. Nice. Magieschadenresistenz, Feuerresistenz. Okay, also das sind die beiden Zauber aus dem Gebetsbuch. May the golden. Dankeschön. Ach, hier. Warum war ich hier noch nicht dran? Warum ist hier eine riesige Hand? Schon ein bisschen eklig. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished. Your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, a remembrance. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? So, okay, wir können also... Genau, im Menü für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch eine Kraft verleihen, sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Genau, entweder Godrics Axt oder den Dingens, beziehungsweise scheinbar auch beide. Ah, great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess. Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring.
tainted by the strength of their runes. Her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Na, danke schön. Machen wir einfach mal. Achso, okay, und dann können wir auswählen, wollen wir den verpflanzten Drachen bekommen. Interesting, macht halt Feuerschaden. Ist eine Faustwaffe. Okay, witzig. 20 Stärke und 16 Glauben. Und die Axt können wir umsonst bekommen. Für den Drachen brauchen wir 2000 Echos. Ja, bräuchten wir halt noch 11 Level müssten wir da rein investieren, um den nutzen zu können. Aber ich will es irgendwann mal sehen, also holen wir uns das mal. Dankeschön. Und die anderen, also die Axt brauche ich nicht. Die Echos werde ich wahrscheinlich einfach benutzen, um sie entsprechend, also das, die Erinnerung werde ich nutzen, um 20.000 Echos zu bekommen. Okay, bei dir kann ich gerade nichts weiter kaufen, weil mir die Echos fehlen. Das können wir aber ja eben fix ändern. Das ist halt schon echt nützlich mit dem Sturzschaden verringern, Sturzgeräusche, Fußschritte. Reduzieren. Klingt schon sinnvoll. So, hier ging's. Die Tür war eben nicht auf. Guten Tag. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome, as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a Tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge, to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Gerne. You'll be after more great rune. Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgott, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Okay, also er kann uns Infos über die ganzen Leute geben, aber da wir noch nicht mal wissen, wo wir die finden sollen, können wir uns das gerade noch schenken, würde ich sagen. Sprichst du jetzt mal mit mir? Ne, scheinbar nicht. Sieht auch echt ungesund aus. Ist das zufällig so deine Armbrust, die ich da unten gefunden habe? Ah, yes. I wonder if you've met my foster father.
He's in his study. The room Ensher's guarding just over there. Achso. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Ja, danke. Okay. Ich würde dann mal wieder zurückreisen. Hierhin. Dann mal die 20.000 Runen holen. Und entsprechend. Und Schlüssel-Items. Nee, nicht Schlüssel-Item. Dann doch hier unten. Mal für mich. Mal wenigstens mal so mal ein paar Runen zusammen. Level up. Aber wie gesagt, ich würde erstmal ein bisschen in Leben investieren. Das ist halt heftig. Also wir kriegen nicht viele Runen durch die Gegner und dann gibst du halt für drei Level fast 20.000 aus. Gut. Dann. Genau, das war der, wo wir zuletzt hochgegangen sind. Jetzt hier zu Schloss Morn weitergehen oder erstmal kurz gerade rausgucken, was denn da hinten noch ist. Ob da noch was ist. Dieser Schwarze Ritter scheint nur in der Nacht aufzutauchen. Was sehr angenehm ist. Mente. Sonst. Okay, da vorne ist auch noch eine Bresche. Hier ist eine kleine Hütte. Gelbe Glut. Okay. So. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Statuseffekt war. Vielleicht ist das auch der Statuseffekt, den meine Freundin meinte. Weil ich eben bei der Dingens ja nichts an Statuseffekten gemerkt habe. Bei dem Mausoleum. Na gut, das ist ja auch richtig viel hier. Was gibt es denn hier noch? Krass rote Blumen. Ist hier noch was? Ja, ich glaube, also diese gelbe Glut und auch gerade das Auge, was wir aufgehoben haben, ich denke mal, dass die mit diesem Statuseffekt zusammenhängen. Mal vielleicht gleich mal kurz reingucken, was wir damit craften könnten. Wenn wir damit was craften können, kann ja sein, dass wir das Rezept dafür noch gar nicht haben. Okay, aber ansonsten sehe ich jetzt hier zumindest nichts groß Interessantes. Dann doch mal zu der Bresche in der Mauer. Mal einen Überblick verschaffen, was uns denn hier so erwartet. Ja gut. Da hinten habe ich, glaube ich, gerade. Okay, jetzt ist es von dem Baum verdeckt.
was gesehen, was uns wieder so eine goldene Saat gibt, sprich eine Flasche mehr. Da hinten das. Und da ist noch so ein Grabstein, mit dem wir interagieren könnten. Tschüss. Aber sehr ruhig hier gerade noch. Das gefällt mir nicht. Geht auch gleich wahrscheinlich richtig die Luzi ab. Dafür. Ich hab so einen Stein gesehen. Also ein Schädel, nicht Stein. Okay, und da vorne wäre ich ja sowieso reingekommen. Ach, da hinten ist ein riesiger Bogenschütze. Natürlich. Hey, die Karte. Endlich. Natürlich. Gibt's hier irgendwen, der auf uns schießen will? Kann man mit einem Pferd sind wir da gut beraten. Was ich meinte. Dieser kleine goldene Zweig da. Und den will ich mal rankommen. Okay, wir müssen einmal außen rum. Satt. Genau was ich meine. So, da hinten wurden wieder Leute gekreuzigt. Ach so, einer bist du. Genau, was ich haben wollte. Gibt es hier zufällig irgendwo direkt einen Ort der Gnade? Ja, ist ja gut. Ich kann hier drin nicht reiten, das macht Sinn. Okay. Haben wir das erreicht? Ich will aber mal kurz da hinten gucken. Da waren so ziemlich viele Schwerter. Das könnte was Interessantes sein oder auch einfach nur ein bisschen Deko in der Gegend. Die Hände sind rot gefallen. Belagerung von Schloss Mond. Ein einsamer Held kämpfte für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderben. Okay. Na gut, Godfrey haben wir ja schon geklatscht. Sonst ist hier aber nichts. Dann war es wirklich nur Deko. Ja, schade aber auch. Dann fix wieder rauf. Und einmal gucken, was uns denn in Schloss Sturmschleier so erwartet. Waffenkammer, okay.
Okay, und wir müssen hinauf. Irgendwas zwischendurch, wo wir abspringen können. Sieht nicht danach aus. Okay, hier sind auf jeden Fall massig von diesen hässlichen Halbmenschen oder wie die heißen. Das sind vielleicht die Bediensteten, die aufbegehrt haben. Das würde Sinn machen. Mal gucken. Erstmal Kleinigkeiten hier an die Seite. Mit Zeichen. Wahrscheinlich schon zwei. Gerne mehr davon. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass es die hier gibt. So, da hinten ist so ein dicker Dude. Das könnte jetzt hier ziemlich in die Hose gehen, aber versuchen wir es mal. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sich alle auf uns stürzen. Der ist ein bisschen größer. Nichtsdestotrotz können wir backstabben. Nope. Das ist interessant, wenn wir sie im Sprung erwischen, scheinen sie einfach hinzufallen und dann nicht mehr viel machen zu können. Das ist ja nett. Boah. Sauberer Scheiterhaufen hier. Also, sauber. Naja. Perfekt nehme ich gerne. Okay, hier geht's theoretisch weiter. Was bist du denn für einer? Du bist auf jeden Fall ein Toter. Also. War das jetzt die Weiterentwicklung von einem Zügelritter? Könnte fast sein, oder? Hat zumindest eine ähnliche Helmform. Eine sehr lange Leiter hoch oder halt da hinten ins Gebäude wieder rein. Den Falken können wir jetzt mal wieder zurückschicken, den brauchen wir gerade nicht mehr. Sonst, ja, das sind unsere beiden Wege, die wir offen haben. Können wir später auf jeden Fall noch brauchen. Ich glaube aber fast. Oh, Glamour. Ja gut, dass man hier endlich mal eine Waffe in der Waffenkammer findet.
Nee, ich glaube, ich nehme erstmal die Leiter trotzdem. Da habe ich eher die Hoffnung, dass das eine Sackgasse ist. Zumal das hier schon ordentlich versteckt ist, die kleine Ecke. Und wer weiß, vielleicht finden wir da oben ein super cooles Item. Oder noch eine Teleportfalle. Das würde mich beides nicht wundern. Die Typen können glücklicherweise gar nicht mal so viel. Also vor allem nicht viel aushalten. Da ist einer aber mit richtigen Flügeln noch. Der könnte ein bisschen was mehr. Vielleicht. Oh Mist. Der hat's bemerkt. Es sind sogar zwei noch mit den Flügeln. Okay. Aber hält ein bisschen mehr aus. Bogen. Da jetzt dran, dass ich das halt nicht schnappen kann. So. Alter Reißzahn, okay. Ich habe einen fetten Pfeil im Arm. Weil dieser Pfeil mehr aussieht wie eine einzelne riesige Feder. Okay. Da ist auch noch ein Weg wieder runter. Da ist ein Ort der Gnade. Frage ist, wir müssen ja irgendwie von da aus auch wieder wegkommen. Und wahrscheinlich durch das Gemäuer wieder durch. Müssen wir hier runter. Weil da sehe ich zumindest keine weiteren Tore oder so. Nur den Dude. Bei Dudes. Gut, dass der nicht mitbekommt, dass sein Kollege umgebracht wurde. Nicht, dass das irgendwie groß was ausmachen würde. Also. Eins gegen eins. Wage ich zu behaupten, sind wir denen durchaus sehr gut überlegen. Okay. Also doch noch einen zweiten Weg aufgemacht. Ich hatte gehofft, dass das hier eine Sackgasse ist. Na gut. Dann hier runter. Ja, oder wir können uns hier noch irgendwo wieder runterfallen lassen. Nee. Hier. Okay. Ja, es sah nur so aus. Vielleicht auch nur ein kleiner Glitch. Irgendwo schien da ein bisschen Licht durch. Okay, dann müssen wir definitiv rüberspringen, nicht runterfallen. Ich kann aber nicht. Hat funktioniert. Okay, doch, wir müssen da runterfallen. Ist jetzt nicht, was ich erwartet habe. Oder wir fallen hier runter. Was wahrscheinlich der clevere die clevere Idee ist. So, weg mit dir. Eingelegter Schildkrötenhals, ne, Schleim. Au. Keiner mag Schleim. Das Problem ist, dass ich halt keine Feuerwaffe dabei habe. Bluten geht auch.
Ja, das ist auf jeden Fall dein größtes Problem heute. So, haben wir die Fackel. Der wollte nicht hören. Die schlafen alle schon, oder wie? Schlechter Wachdienst. Okay, ich muss sagen, meine Krallen sind da dann doch effektiver auf Dauer. Der rückt noch. Dafür sind noch was. Mann. Das sind nur so schöne kleine Ecken, wo man doch Sachen verstecken könnte. Ganz ehrlich. So ein paar Schmiedesteine 2 oder so. Will doch auch gar nichts Großes. Hust, hust. Guten Abflug. Also hier sollte man definitiv nicht runterfallen. Ist mindestens einer um die Ecke, oder? Ich? Jetzt bin ich enttäuscht. Ups. Ich tue glaube ich mal auf meiner Sicherheit gerade. Das ist so einer wie unter Schmied. Ich setze es. Das hätte böse enden können, glaube ich. Naja. Hätte, hat aber nicht. So. Wo ist denn hier? Truhe? Noch keine Teleportrolle. Doppelklingentalisman, okay. Cool, cool. Ich würde sagen, damit haben wir das hier komplett erkundet. Da komme ich nicht rüber. Und es sei denn, ja, wobei ich kann mich da auf die das Ding fallen lassen, ne? Von hier aus halt auf das Dach und dann weiter runter. Und da oben ist noch ein Item, was ich übersehen habe. Verdammt. Das heißt, wir teleportieren uns nochmal zurück zu diesem Ort der Gnade. Ich glaube, Moment, hat mich das Teleportieren gerade Runen gekostet oder habe ich einfach noch ein paar Runen bekommen von irgendwoher? Steinschaltschlüssel, ja, das ist auf jeden Fall was, was ich haben möchte. So viel Runen, das ist ja schon fast nicht auszuhalten. Müssen wir gleich auch noch den Doppelklingentalisman mal kurz angucken. Ich denke aber mal, dass der halt wirklich nur für
wirklich solche Doppelschwerter, also so Griff Dinge oben und unten. Also Darth Maul Lichtschwert und so. So in die Richtung wird es wahrscheinlich nur gehen. Ne? Glaube ich noch mal. Na, da unten sind noch Quallen. Eine Art Geist oder so. Der sieht ein bisschen aus wie eine Ratte. Lass mich mal gucken. Okay, nee, das ist einfach so ein Viech, was schläft und. So. Ist, denke ich, noch nicht ganz so interessant, bis wir dahin kommen. Sonnenblume, dann schön. Ach, guck mal. Das ist ja schon echt wie Parcours. Da muss ich jetzt darüber, um dann da hinten wahrscheinlich runterzukommen. Ich aktiviere den Assassinen-Schritt lieber nochmal. Der hält leider nicht so lange, wie ich gehofft hatte. Sowas hier. Aber ein Schmiedestein 2, das ist nett. Gut, ich würde sagen, wir begrüßen diese Ratte hier jetzt noch. Ups. Es war eigentlich so klar. Ich habe auch zugegebenermaßen die falsche Taste gedrückt. Ich hätte R2 statt R1 drücken müssen. Im Flug, im Fallen. Och, Menü. Ich wollte mich. Wollte eigentlich jetzt. Eigentlich hätte ich schon auf den Balken Schluss machen wollen. Und mich feiern, dass ich die Folge nicht gestorben bin. Aber Spiel sagt nö. Na gut, dann holen wir uns jetzt noch eben unsere Rune zurück. Oh, das ist ein Augenabgang. Mal gucken, wie viel. Macht uns auch so keinen Fallschaden. Ja gut, dann. Ja, du kannst einen Abflug machen. Dich brauche ich gerade nicht. Das war gar nicht knapp oder so, nein. Absolut nicht. Gut. Wir tun jetzt mal so, als wäre der letzte Tod nicht passiert und ich verabschiede mich von dieser todeslosen Folge, ne? Hust, hust. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.